Die Rebound Cartilage ist die erste indikationsbasierte Orthese, welche entwickelt wurde für die postoperative Versorgung von Meniskus- und Knorpelschäden. Ich denke, der Hauptunterschied der Rebound Cartilage ist die dynamische Wirkweise. Das bedeutet, dass die Orthese immer dann ihre Wirkung, sprich die Entlastung des jeweiligen Kompartiments, entfaltet, wenn die Lastübertragung im Schrittzyklus erfolgt. Das heißt, bei Fersenkontakt, in der mittleren Standphase und bei Zehenablösung. Die Anode 1 ist eben dafür zuständig, dass das entsprechende Kompartiment, also der innere oder äußere Anteil vom Kniegelenk, entsprechend entlastet wird, um eben diesen Schmerzpunkt zu reduzieren oder eben ganz auszuschalten. Grundsätzlich haben die Patienten ja ein primäres Interesse, a, ihre Schmerzen zu reduzieren, b, mögliche schmerzlindernde Medikamente zu reduzieren oder komplett wegzulassen. Und das Ziel des gonarthrotischen Patienten ist es, das Fortschreiten der Gonarthrose, also letztendlich die Abnutzung des Gelenkknorpels, so lange wie möglich hinauszuzögern. Selbstverständlich kann es irgendwann erforderlich sein, im Grad 4 gonarthrotischer Patienten zum Beispiel, eben auch dann auf eine Endoprothese zurückgreifen zu müssen.